Also nochmal zur Wiederholung. Violet, Oscar, Chief oder Sam? Ich denke Sam. Ich streiche jetzt mal Sam durch. Ich denke, ich würde wirklich mit dem Chief gehen. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn es der Oscar wäre. Würde ich mal sagen, Feuer frei, oder? Mal gucken, was passiert. This is serious, Sam. I'm gonna lose my patience in a minute. Hä? Oh. Okay. Na gut. Gut, dann war es offensichtlich nicht. Das Spiel verbietet mir, ihn zu wählen. Dann wähle ich ihn, Oscar. Ich denke nicht, dass es wir selber sind. Oder wir sind es wirklich wir selber und ich habe am Anfang wirklich komplett recht gehabt, dass ich schon am Anfang richtig lag mit, dass wir der Verdächtige sind. Es wäre natürlich dann scheiße, aber mein Gott, Oscar. It's late, Sam, but that is an epic fail. Oscar couldn't have murdered Dorota if he was playing football. Think. Ah, stimmt, ne? Ah, das habe ich komplett vergessen. Das habe ich wirklich komplett vergessen. Shit. Der hat ja ein Alibi gehabt, ne? Oh, das habe ich vergessen, mir aufzuschreiben. Da hat er recht gehabt. Er hat ein Alibi, vor allem, weil mehrere Leute ihn gesehen haben. Wobei wir nicht mit den Leuten geredet haben. Insofern kann es ja auch eine Lüge gewesen sein. Aber gut, Spiel verbietet mir, Oscar zu wählen. Ist das jetzt hier so ein Klickspiel oder was? So, dass immer, bis ich einen richtigen Namen habe, oder kann ich ja wirklich was Falsches auswählen und damit das Spiel beenden? Zumindest hätte ich jetzt das erwartet. Ja gut, wähle ich jetzt Violet aus. Das wäre jetzt die nächste Verdächtige gewesen. Violet, are you sure? Fine, okay, I trust you, Sam. I just hope you know what you're doing. I'll get the paperwork drawn up, we'll get Violet in. See if we can't get a confession to something. I'm sorry, that was in bad taste. Bronwyn asked me to check that you're okay, and you seem to be. Well done, catching a killer bug. Oi. Well, hopefully you did. Scream if you need me. Oi. It's 1 o'clock in the morning, and this is Poe with your August update. We don't normally have them at this time, but since there's a killer on the loose, I feel it's my duty to keep the radio station manned. I personally spoke with Chief DuPont earlier, and he thinks they're close to catching the killer. Until that happens, though, please lock your doors and stay inside. Remain vigilant. The light has faded, and so has my fortitude. I see things in shadows, behind doors and under desks. I hear the chattering of teeth and the glee of insects waiting to feed on me. The studio undulates like a heart that beats its last beats. I can't go on. I must to bed. Forgive me, Lady August. Forgive me. Was zur Hölle, geh mir den Moderator ab. Jetzt macht er mir langsam ab. Angst, Mann, ich. Ach, zum Schluss ist doch der Poe oder so. Oder Rain. Sam! It's you. All tied up in my photography studio. Sounds like we're going to have a great session. Oh. I must say, you're a bit of an idiot for not getting Chief DuPont to arrest me, but fortunately, choices matter. Now I have you in my studio. And no. Before you ask, Violet doesn't know. She's far too sweet for all this killing. Es war also doch der Zack. Naja, gut, ich meine, wundern tut es mich tatsächlich auch oder nicht. Weil er hat sich eigentlich auch oft sehr, sehr seltsam verhalten. Na gut, dann. Oh, Sammy, you want the whole footlong explanation. There's no time for that. Those women are sluts. Dorota with her naked legs wrapped around the cello. We all know what that's shorthand for. Preening and makeup, practically begging me to have sex with them. And then when the offer comes, their legs close together like oysters. They're all whores, Sam. We're just haggling over the price. Du wolltest sie töten, weil sie dich nicht dran ließen. Not just that,
That's the reason the police would go after. No. Those pictures I took of them. I saw things in them you shouldn't see. Flashes of death and gluttony. Hideously grotesque things. Those photos told me to kill them. I mean, I wouldn't kill any old whores. I'm not Jack the Ripper. I'm going to kill you, though. Wechsel zu Zack. Wechsel zu Violet. Hä? Ach so, ich bin der Gestaltwandler. Kann ich mir das? Was passiert, wenn ich mich, wenn ich jetzt auf einmal Zack bin? Also Zack steht vor Zack oder was? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich kann eine Zahl in Persona nehmen. How can it be? How are you me? How are you? Ja, das war wahrscheinlich richtig. Oh yeah, da habe ich hier gerade. Okay, I think I've got all that. You managed to get free, then you tied Zack up before calling us. What I want to know is what made him pass out. That bit doesn't sound very likely. I'm almost certain there's something you're not telling me, Sam. But I guess that's how you weave your magic. Get some rest, swing by tomorrow. Well done, Sam. You got the guy. Same time round, at least. Sleepyhead. I'm so glad to see you alive. Hab ich gewonnen. Was ist mit dem nächsten Opfer? Enjoy the journey, Sam. Don't think of things as ending. Something new is beginning. Zack is still locked up. He's being charged for murder. Travelers don't like being incarcerated, so they'll have jumped realities already. It's not something that a jury will believe. The shell they've left behind won't remember what they've done. And spend a life in prison. All we can do is try and stop the next one. Sam, come with us, please. We could really use someone like you and, well, just, will you? Mein Heim ist in August. Was zur Hölle geht hier ab? Was ist denn jetzt los? Bin ich jetzt einer von denen, auch so ein Störer oder was? Sind es auch Gestaltwandler wie ich und ich bin jetzt von ihrer Spezies? ich steige jetzt langsam gleich nochmal durch. Moment, mein Heim ist nun August. Wir können jetzt mit denen abhauen. Wahrscheinlich wird man dann mit Rain, mit Alexi und mit ihr wird man dann abhauen und wahrscheinlich durchbrechen. Nee, Mann, ich komme mit den Gestörten damit. Ich bleib lieber hier. I thought you might say that. I'm going to miss you, Sam. We're all going to miss you. Are you sure I can't change your mind? Okay, also irgendwas stimmt nicht. Das... Vielleicht soll ich doch mit dem mitgehen, weil ich meine, der Chief Dupont, der kommt mir jetzt langsam auf die Schliche, dass ich ein Gestaltwandler bin. Oder zumindest er vermutet, dass ich den Zack irgendwie... Ja, also ich denke, es wäre vielleicht sogar nicht mal verkehrt, mit dem mitzugehen. Aber das sind halt so Verrückte, ne? Ich meine, Rain, der ist ein Mörder. Sind wir mal ehrlich. Würde mich jetzt nicht unbedingt mit einem Mörder abgeben. Scheiße, entweder ich laufe die Gefahr, dass ich selbst verhaftet werde durch ein Schief, oder ich komme mit dem Verrückten mit und sterbe eventuell. Ich sag dennoch nope. Well, if you ever do change your mind, give me a call. My number's in your phone already. What? You shouldn't carelessly leave it lying around so much. Bye, Sam. For now. Oi. Hey, sweet cheeks. You did good. Real good. You win. Alexi hug. Sam, I'm just going to say it because you only live once and all that. Sam,
I think I've fallen for you. That's it. That's all I wanted to say. It's out there now. We can get on with our lives. I see. Nice thing. Well, nothing ventured, nothing gained. Heart wants what it wants. Perhaps you should go for a while so I can have a little cry. I'll be okay though. Sam, hi. You're safe. Thank Christ. Sorry. I don't know where that came from. Küsse ihn, was? Jeder ist heute emotional. Nee, Mann. Also ich habe ja schon das Gefühl, dass er schwul ist. Das habe ich auch mit. Ich habe ein bisschen so das Gefühl, er steckt mit. Ah ja, Moment, das kommt mir jetzt gerade erst. Er steckt ja mit Zack. Zumindest war, also hat sich so angefühlt, als wäre er mit Zack zusammen oder halt irgendwie eine tiefere Beziehung mit ihm. Das habe ich ja in einer der letzten Folgen bereits schon gesagt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, also gut, ich meine, jetzt küsse ich ihn, das deutet darauf hin, dass ich die Möglichkeit habe. Naja, gut, aber. Ja, sag mal lieber, jeder ist heute emotional. Yeah, I know. There's been a lot of death going around. Also, das ist das. Look, however this pans out, I just want to say thank you. Chief DuPont was gonna screw everything, but you kept it all together. The right was stopped. But there's tens, if not hundreds, going on all the time, so we gotta keep going. I don't know if Bronn asked in the end, but I hope you're coming with us. I really do. Was geht hier ab? I didn't think you'd leave without saying goodbye. People do horrible things to people every day. I'm just glad that someone like you are around to save us. I mean, everyone needs a little saving from time to time. Even me. Immer froh, dich zu retten. Du bist stark. Es wird alles gut werden. That's easy for you to say. Look what you've just been through. I'd have been dead a few hours ago if it wasn't for you. But you're right. I am strong. I will be fine. But I like having you around, Sam. I hope you're staying. Sam, you did good. I thought you would. I mean, not that I've got a signed confession or anything. Yet. Apparently, they don't remember anything about the murders, but Bronwyn seems pretty convinced it's over. Well done. Sam, I don't know what you do or how you do it, but you get answers that most people can't. Can't have you work at the station for obvious reasons, but I do want to work with you. Sam, these are for you. It's a little office just next door to the laundrette in August. August's your home now. We want you here. Danke, Chief. And I stuck to my word. That problem you had, I buried it. The coroner's report is going to say the woman was dead when you arrived, not after. I don't personally believe in exorcism or anything like that, but over the last 24 hours, I'm starting to think things aren't as cut and dried as I'd like them to be. You're a good person, Sam. At least that's definitely how it looks from the outside. Thank you for playing. Okay. Wir haben. I am Dorota. Oh. I am 21 years old. I love playing cello and I just been awarded a scholarship to Juilliard. I just love cello. I love all string instruments, but cello is rich and deep and soothing, at least to me. No, cello is my hobby. But my real passion is... It's silly, it sounds silly. Well, I would like to build a time machine. I know. But it is possible. I think people make mistakes. They do things they regret and they say things they don't mean. I want to go back in time.
I want to make better choices. You know why you're here, don't you? Nein. Because you did well. And you know what happens when you do well? Augmentation. Congratulations, Agent 3.13. Welcome to 3.14. Das Ende. Betrete die geheime Nachbesprechung, verlasse das Spiel. Debriefing 3204, Birmingham. Transmit. And we're ready. Are you human? Ich denke nicht, dass wir ein Mensch sind. Do you have feelings? Ich würde sagen, ja. Splendid. Do plants have feelings? Ich würde sagen, ja. It hasn't worked. It's stuck in compliance mode. Can we get someone in here, please? Verlasse das Spiel. Du hast nun schon gesehene Szenen du kannst nun gesehene Szenen überspringen. Okay. So, das war's. Das war The Shapeshifting Detective. Das Spiel, ein FMV-Spiel von Wales Interactive. Tja, noch ein kurzes Nachwort, bevor ich das Let's Play hier beende. Es waren jetzt einige Folgen, hätte ich nicht erwartet. Für mich war es eigentlich ein kurzes Wochenende-Projekt sein. Ich habe jetzt auch wirklich geschaut, das alles hier an einem Wochenende schnell aufzunehmen. Hat mich leider ein bisschen von meinem Zeitplan, was andere Let's Plays angeht, aus der Bahn geworfen und konnte leider manche Sachen nicht mehr aufnehmen, wie Resident Evil 2 oder Tomb Raider 4. Ja, ist halt eben so. So, ja, ist es halt einfach. Und ich würde aber dennoch sagen, es war ein sehr, sehr langes Spiel und es war teilweise auch ein bisschen fad, weil du halt einfach die ganze Zeit immer wieder das Gleiche gesehen hast, immer wieder die gleichen Leute, immer wieder Befragungen und bla bla bla. Aber ich meine, gut, das ist der Sinn von diesem Spiel gewesen und ich will es auch gar nicht mal, wie soll ich sagen, schlecht reden dadurch. Ich würde jetzt bloß sagen, es war ein bisschen zu lange. Es war wirklich ein bisschen zu lange. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, 4 Stunden aufgenommen. Es sind einige Parts geworden dadurch. Musste aufstoßen. Und ja, ich denke, das war ein bisschen zu lang. Also ich denke, wenn man das ein bisschen kürzer gehalten hätte, wäre das auch gut gewesen. Und ich habe auch manche Sachen auch wirklich aktiv übersprungen, weil ich irgendwann an einem Punkt gewesen war, in den letzten 3 Folgen, wo ich mir gedacht habe, ich kann doch jetzt nicht nochmal alle Leute befragen. Das wäre einfach so lange geworden, das Spiel. Und dann wäre ja ein, also keine Ahnung, es wäre irgendwann auf dem Tomb Raider-Niveau gewesen, ja, von 40 Folgen oder sowas. Deswegen, ja, nee, habe ich mir gedacht, irgendwann muss halt mal Schluss sein. Und ich denke, wir haben jetzt eine gute Zeit hinbekommen und allem. Also ich fand es cool, dass man sehr, sehr viel nachdenken musste und dass man halt eigentlich richtig ermitteln musste. Was ich ein bisschen verwirrend fand, war diese Shapeshifting-Sache. Also, dass ich irgendwie ein Gestaltwandler. Und das hat mich manchmal ein bisschen irritiert. Deswegen wusste ich auch nicht mehr, ob diese ganzen Sachen wie diese Vorhersagen und so oder diese Alien-Geschichte auch wirklich wahr ist, weil ich meine, wenn ich als Gestaltwandler existiere, also vielleicht könnt ihr mir so folgen, wenn ich als Gestaltwandler existiere, warum sollten dann keine Aliens existieren? Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, das hat mich ein bisschen aus der Bahn geschmissen. Und habe mich oft mal ein bisschen zum Umdenken angeregt. Ja, ich habe mir viele Notizen gemacht, viele Sachen aufgeschrieben. Im Endeffekt habe ich aber die meisten Sachen dann mir im Kopf behalten können und habe meine Notizen gar nicht mehr so in der Form gebraucht. Ich habe eigentlich hier 3 Seiten vollgeschrieben. 3 DIN A4 Seiten. relativ interessant gewesen. Na gut,
ich würde sagen, ich beende das Let's Play jetzt mal hier an dieser Stelle und bedanke mich an alle, die zugeschaut haben bis zu diesem Punkt. Und dann würde ich sagen, geht's auch demnächst mit dem nächsten FMV-Spiel weiter und mit dem letzten, das ich noch in meiner Steam-Mediathek habe. Und lasst euch einfach überraschen, was es sein wird. Ich denke mal, so wie ich gehört habe, soll es ein interaktiver Film sein, also nicht so auf die Shapeshifting-Detective-Niveau, sondern wirklich ein interaktiver Film. Und ja, da lasst euch einfach mal überraschen, was es sein wird, denn ich werde jetzt noch nichts verraten. Danke fürs Zusehen und habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Jahr, schönes Jahrzehnt, Jahrtausend, wie auch immer. Und dann hören wir uns wieder zum nächsten Mal. Ciao.